Lesen ist etwas, das mir bisher als das Selbstverständlichste der Welt vorkam. Stimmen Sie mir zu oder haben Sie sich schon öfters die Frage gestellt, was Lesen eigentlich ist, wie Lesen funktioniert und was wir als Bildungsgesellschaft verantworten sollten, wenn Menschen nicht lesen können, da ihnen beispielsweise der Zugang zur Bildung fehlt? Ich freue mich sehr, dass Professorin Reichel mit uns ihre Expertise zum Thema Lesen und Leseforschung teilen wird. Mein Name ist Susanne Reichel. Ich bin seit Oktober 2017 Professorin für englische Literatur der Gegenwart am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Davor war ich an der Universität Münster tätig und habe in unterschiedlichen Konstellationen in London, Cambridge und Frankfurt geforscht. Ich habe hier an der Uni Wien auch studiert, und zwar Publizistik und Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Anglistik und Amerikanistik im Nebenfach, habe aber dann recht schnell herausgefunden, dass es die Anglistik ist und vor allem die Beschäftigung mit Literatur, die mich interessiert. Nun fragt man sich schon immer wieder, warum beschäftigt man sich hauptberuflich eigentlich mit erfundenen Geschichten? Wozu macht man das? Meine Reaktion auf diese Grundsatzfragen war immer, mich mit gesellschaftlich relevanten Phänomenen von Literatur zu befassen. Ich habe mich also auf zeitgenössische Migrationsliteratur in Großbritannien konzentriert und auch darauf, wie kulturelle Unterschiede darin abgebildet werden. Dann habe ich begonnen, die Vermittlung und die Rolle von Literatur an Schule und Universität zu beforschen und mich in dem Zusammenhang verstärkt mit Kinder- und Jugendliteratur zu befassen. In den letzten Jahren ist für mich immer eindeutiger geworden, dass sich Literatur nicht abgrenzen lässt von sozialen Medien und den neuen Lesegewohnheiten, die dadurch entstehen. Und damit befasse ich mich aktuell intensiver. Und weil die Literatur am Lesen hängt, habe ich mich schon immer fürs Lesen interessiert. Was passiert da im Kopf, wenn man sich ein paar Stunden in einen Roman versenkt und die Welt um sich herum völlig vergisst? Was ist so faszinierend an fantastischen und dystopischen Abenteuern, an Zeitreisegeschichten und alternativen Welten, vor allem für junge Leserinnen und Leser? Warum verstehen alle Harry Potter, können sich aber dann stundenlang über die Frage streiten, ob Snape jetzt einer von den Guten oder dem Bösen ist und ob Dumbledore schwul ist? Welche Rolle in der Literaturvermittlung haben die sozialen Medien? Und wie verändert das die Literatur und unser Verständnis davon? Solche Fragen treiben mich um in meiner Forschung, aber auch in meiner Lehre. In meiner Lehre habe ich im Wesentlichen zwei große Zielgruppen. Das eine sind Lehramtsstudierende im Fach Englisch, die Lesen als eine von vier Grundkompetenzen im Englischunterricht unterrichten sollen und dabei natürlich auch den Einsatz von literarischen Texten überlegen sollten. Und zum anderen unterrichte ich Kurse im Bereich Literaturwissenschaft auf allen Ebenen, vom Bachelor bis zur PhD, von der Einführungsvorlesung bis zum Doktorandinnenseminar, mit einem Schwerpunkt auf britische Literatur und Medien des 20. und 21. Jahrhunderts und Kinder- und Jugendliteratur. Ganz aktuell dreht sich meine Forschung um zwei Themen. Das eine sind Zeitreisegeschichten für Kinder und Jugendliche und die Frage, welche Ideologien, welche Ethik, welches Geschichtsverständnis darin zu finden sind. Das andere ist die Rolle der sozialen Medien beim Literaturlesen von jungen Menschen. Und da untersuche ich aktuell die Plattform Goodreads und schaue mir an, wie die User auf dieser Plattform kooperieren, um gemeinsam Jugendromane besser zu verstehen. Außerdem leite ich seit fast 3 Jahren eine interdisziplinäre Forschungsplattform namens Youth Media Life, in der ich gemeinsam mit vielen Kolleginnen aus allen möglichen Disziplinen an der Uni Wien aus einer fächerübergreifenden Perspektive zu Fragen der jugendlichen Medienwelten forsche. Wir sind sehr aktiv auf Social Media unterwegs, Facebook, Twitter, Instagram. Wir haben auch einen sehr interessanten Blog. Sie sehen die Links hier. Ich lade Sie herzlich ein, einmal bei uns vorbeizuschauen. Sie kennen bestimmt den Spruch, jede Münze hat zwei Seiten. Stellen Sie sich vor, die eine Seite heißt analoges Lesen und die andere digitales Lesen. Wissen Sie, was dann mit der Münze gemeint ist? In diesem Video werden Sie jene Abläufe des Lesens kennenlernen, die auf beiden Seiten dieser Münze eine Bedeutung haben. Professorin Reichel wird in dieser Lektion darauf eingehen, wie Lesen funktioniert und welche Unterschiede im Lesen dank der Leseforschung bekannt sind. Denn wie sie es selbst sagen würde, Lesen ist nicht gleich Lesen. Aber was genau meint sie damit? In diesem Video lernen Sie außerdem kennen, was Szenario-Mapping ist und dass Lesen etwas mit Laufen gemein hat. Lesen ist nicht gleich Lesen. Darum wird es jetzt hier gehen. Ich werde Ihnen erklären, wie Lesen funktioniert und was passiert, wenn es nicht funktioniert. Wer heute noch liest, war unlängst die Schlagzeile eines Artikels in der AK für Sie-Zeitung, zu dem ich interviewt wurde. Immer wieder finden sich in den Medien rhetorische Fragen wie die, die vermuten lassen, dass in der Gesellschaft immer weniger gelesen wird. Dabei ist Lesen wichtiger als je zuvor. Und die Menschen lesen auch immer mehr und nicht weniger.
Das zeigen einige Studien, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen. Wir lesen heutzutage nicht weniger, wir lesen mehr, aber wir lesen anders als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das Internet ist ein Lesemedium. Und auch auf unseren Handys lesen und schreiben viele von uns mehr, als sie sprechen und hören. Ohne Lesen geht gar nichts. Kein digitaler Wandel, keine Teilhabe an demokratischen Prozessen, keine Teilhabe an Bildungsprozessen. Lesen ist zentral und für die meisten von uns ist ein Alltag ohne Lesen völlig undenkbar. Trotzdem wird oft behauptet, gerade Kinder und Jugendliche könnten nicht mehr lesen. Ein Thema, das besonders vor dem Hintergrund der PISA-Studien immer wieder aktuell wird. Oft wird dafür ein erhöhter Medienkonsum verantwortlich gemacht. Dafür gibt es aber keine Nachweise. Ich habe in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs, im deutschsprachigen wie auch im englischsprachigen Raum, immer wieder beobachtet, dass es oft zu einer starken Bewertung von digitalem und analogen Medienverhalten gibt. Einen Tag lang in Social Media rumzuhängen, ist eine sinnentleerte Zeitverschwendung, aber einen Tag lang in einem Roman zu lesen, trägt zum Erlernen einer wertvollen Kulturtechnik bei. Diese Polarisierung trägt nicht wirklich zu einem harmonischeren Familienleben bei und auch nicht zu einem besseren Verständnis zwischen den Generationen. Lesen ist also hier schon nicht gleich Lesen und wird unterschiedlich bewertet. Unterscheidungen beim Lesen finden wir auch in der Leseforschung, aber ohne die Bewertung natürlich. In diesem Zitat von Hartmann und Mosig aus einem Kapitel aus dem Jahr 2015 wird auf die vielen unterschiedlichen Handlungen beim Lesen mit digitalen Medien hingewiesen, wie selektieren, navigieren, dekodieren oder filtern. Und dass Lesen kein einheitliches Konstrukt ist und demnach auch nicht so beforscht werden kann. Hier muss man sagen, dass auch das Lesen in analogen Medien alles andere als eine einförmige Handlung ist. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir uns in einem Roman versenken, weil wir ihn mit Freunden besprechen wollen, oder nur einen kurzen Blick auf eine Schlagzeile in der Zeitung werfen, um zu schauen, ob uns das überhaupt interessiert. Beides ist Lesen, aber mit völlig unterschiedlichen Lesezielen. Wie ist es aber jetzt mit den jungen Menschen? Lesen die wirklich nicht mehr? Die gute Nachricht ist, junge Menschen lesen mehr als je zuvor. Und allem Kulturpessimismus zum Trotz lesen sie auch Bücher, auch gedruckte, sogar bevorzugt gedruckte. Der von vielen befürchtete rasante Aufstieg von E-Books ist gerade im Kinder- und Jugendsegment ausgeblieben. Es gibt international einen leichten Anstieg von E-Books in den letzten 10 Jahren, aber den gibt es auch im analogen Kinder- und Jugendbuchsektor. In Österreich waren übrigens Kinder- und Jugendbücher der einzige Sektor im Buchhandel, der im ersten Corona-Halbjahr 2020 einen Anstieg erfahren hat. In Deutschland ist es genauso. Studien aus Österreich und Deutschland zeigen uns seit Jahren mit leichten Schwankungen, aber relativ konstant, dass die Hälfte der Kinder und Jugendlichen gerne oder sehr gerne Bücher lesen. Der Trend geht deutlich in Richtung Mediendifferenzierung. Junge Menschen entscheiden ganz bewusst, welche Medien sie zu welchem Ziel einsetzen. Und der Griff zum gedruckten Buch hat auch oft mit einem Rückzug aus der Bildschirmwelt zu tun. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Lesen eigentlich funktioniert? Meistens merkt man ja gar nicht, dass es funktioniert. Man merkt dann nur, wenn es irgendwann mal nicht so gut funktioniert. Lesen ist ein total faszinierender und eigentlich recht komplexer Prozess und trotzdem kommt es uns vor, wenn wir richtig gut lesen können, dass es ganz unkompliziert ist. Wir lesen ja die ganze Zeit, nicht nur, wenn wir uns an den Bildschirm setzen oder ein Buch lesen. Wir gehen ja eigentlich durch die Welt und erlesen sie uns. Vor allem im städtischen Raum, der ja voll ist mit Schriftsprache. Wir lesen, während wir gehen, während wir sprechen, während wir an was anderes denken, singen, Radfahren, laufen, stricken, Fernsehen, Musik hören. Das heißt, Lesen ist etwas, das wir zu einem großen Teil automatisiert haben. Viele Teilprozesse laufen dabei so schnell ab, dass wir sie gar nicht wahrnehmen oder kontrollieren können. Wir müssen oft nicht einmal ein ganzes Wort sehen und wissen, was gemeint ist, wie Sie hier sehen können. Daher können viele von uns sehr, sehr schnell lesen. Bei etwas längeren oder schwierigen Texten müssen wir uns aber dann doch konzentrieren und wechseln in einen anderen, langsameren Lesemodus. Die Mustererkennung ist das wichtigste Prinzip beim Lesen und verantwortlich für die Automatisierung von den einzelnen Prozessen. Das funktioniert auf vielen Ebenen, beginnend mit einzelnen Buchstaben und Wörtern. Sie kennen das sicher vom Lesenlernen oder wenn Sie sich in einer Fremdsprache, die nicht unser Alphabet verwendet, unbekannte Schriftzeichen merken müssen. Das funktioniert auch außerhalb der Sprache. Zum Beispiel, wenn Sie den Umschlag eines Buches sehen, wie den hier, und gleich erkennen können, dass es sich dabei um Science Fiction handelt. Oder dass Sie bei diesem Buch erkennen können, dass es ein Kinderbuch ist. Und das hier ein Reiseführer. Und das alles, ohne dass Sie den Text wirklich lesen müssen. Muster müssen aber nicht visuell sein. Beim Lesen wird auch Wissen aktiviert, das wir brauchen, um Zusammenhänge in Texten zu verstehen. Wenn ich Ihnen zum Beispiel erzähle, dass ich unlängst in einem Kaffeehaus zum Zeitungslesen war, dann können Sie ganz automatisch Ihr Wissen über Kaffeehäuser abrufen. Sie werden wissen, dass da Tageszeitungen aufliegen und dass man mit einem Getränk sehr lange auskommen kann, wenn man dabei Zeitung liest, ohne dass einen das Servierpersonal dabei stört.
Sie wissen natürlich auch, dass man da reingeht, sich hinsetzt, bestellt, konsumiert, bezahlt und dann wieder geht. Das muss man nicht immer dazu sagen. Das ist so eine Art Wissenspaket über Kaffeehäuser, das wir aktivieren, wenn von Kaffeehäusern die Rede ist. Diese Pakete, in denen unser Wissen um die Welt organisiert ist, nennen sich Schemata oder Szenarios. Die sind unheimlich hilfreich, weil wenn wir sie nicht hätten, müssen wir uns jede Situation neu ausdenken und könnten nicht auf unsere Erfahrungswerte zurückgreifen. Klarerweise sind diese Schemata kulturspezifisch und individuell unterschiedlich. Es gibt Schemata zu Weltwissen, wie eben das Kaffeehaus, aber auch so ganz spezielle Wissensgebiete, wie etwa Science-Fiction-Filme aus den 1970ern. Und je nach Bedarf können wir die abrufen. Sie helfen uns, Texte oder alltägliche Situationen zu verstehen und richtig einzuordnen. Das geht meistens automatisch und ohne Anstrengung, beim Zuhören, beim Erleben von Situationen und beim Lesen. Es gibt aber auch Beispiele, die uns zeigen, dass das nicht immer so gut klappt. Wie diese Flash-Fiction, die Sie hier sehen, also Blitzerzählung von David Lodge, die er eingereicht hat, als der Guardian vor ein paar Jahren einen Wettbewerb um die kürzeste Geschichte ausgeschrieben hat. Apple? No. Taste? Adam? Oh God. Diese sechs Worte und ziemlich viele Satzzeichen zeigen uns, wie sehr wir als Lesende aktiv daran beteiligt sind, etwas zu verstehen. Unser Vorwissen entscheidet, ob wir etwas verstehen oder nicht. Und wie wir hier sehen, ist es durchaus kulturell bedingt. In diesem Fall geht es um den Sündenfall aus der Genesis, eine Geschichte aus dem Alten Testament, die wir kennen müssen, um das hier sinnstiftend lesen zu können. Sollten Sie die alttestamentarische Erzählung nicht kennen, weil Sie mit anderen religiösen Textgrundlagen aufgewachsen sind, dann macht das für Sie vielleicht überhaupt keinen Sinn. Zusätzlich muss man dann noch wissen, wie ein Dialog funktioniert, wie Satzzeichen zu verstehen sind. Das heißt, es geht hier auch um sprachliches Wissen. Und wenn das alles da ist, fällt es Ihnen ganz leicht, aus dieser Geschichte Sinn zu konstruieren und sie in ihrem Minimalismus sogar witzig und originell zu finden. Diese Zuordnung von möglichen Situationen auf einen Text nennt man Scenario Mapping. Scenario Mapping bezeichnet das Zusammenführen eines Textes mit einem Szenario. Das Szenario wird hier verstanden als Wissen, das in Form einer typischen Situation gespeichert und dann in der Interaktion mit einem Text aufgerufen werden kann. Wenn Situation und Text gleich problemlos zusammenpassen, das nennt man dann Primary Processing und das ist dann das automatische Verstehen, das uns nicht bewusst ist und das wir als geübte Lesende auch erwarten. Wenn das nicht so gut funktioniert, dann muss man sich schon mehr anstrengen und ein sogenanntes sekundäres Processing setzt ein. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn Sie am Flughafen mit Ihrem Trolley ans Ende eines Fahrsteigs kommen und plötzlich selbst weitergehen müssen. Auf einmal wird es echt anstrengend, da muss man was tun. Beim Lesen muss man dann nachdenken, was dieser Text eigentlich bedeuten könnte. Sie sehen also, da ist nichts mehr automatisch. Hier muss ein Problem gelöst werden und das braucht unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und bei sehr schwierigen Texten kann das auch mal scheitern und man hört auf zu lesen. Das sind Abläufe, die sowohl für das Analoge als auch für das Online-Lesen gelten.